Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Jo Leute, ich habe mir mal ein bisschen Freiraum hier gemacht, einfach um noch ein... Ich hatte nicht mehr viel bis Level 103 und ich habe dann mal Tools Missing gemacht. Bedeutet, wir können jetzt 450er herstellen. Und wenn wir die dann kombinieren, sollte da schon gut was bei rumkommen. Ja, ich werde denselben Weg jetzt zurückdüsen. Ich habe mir die Karte nochmal angeguckt gehabt. Also es war auch kein Grasbiom. Also das was ich meinte, ist hinter der Wüste ein Stück. Wäre gar kein Problem gewesen. Ist aber Plains. Wird aber auch grün dargestellt. Und deswegen. Ich hatte mir die Karte halt mal genauer angeguckt. Ich bin mal ein bisschen da. Man kann ja in diesem Vorschau-Tool über die Karte fliegen. Kann da auch richtig nah ran. Gar kein Problem. Das habe ich mal gemacht. Hab mich umgesehen. Hat mal noch ein, zwei Spots. Gibt's noch, aber die sind auch. Ach komm, ich fahre erstmal raus, bevor hier gleich so ein Schneller von hinten ankommt und so irgendwie meint uns anknabbern zu müssen. Jo, jetzt brennen wir auch noch. Bär, schnell wieder drauf hier. Ja, ich habe mir die Karte aus angeguckt. Also Straßen ist echt ganz... Also die wir hier aufgedeckt haben, sind schon so ziemlich die einzigen Straßen, die es gibt. Ja. Also. Und dadurch gibt es natürlich auch nicht so gute Bauplätze, die ein bisschen abgelegen sind. Also, weil dadurch halt wenig eben ist. Eben ist eigentlich nur in der Nähe so von Städten. Hauptsächlich. Ich habe noch mal ein Areal gefunden. Das ist aber auch am anderen. Wirklich am anderen Ende der Karte. Ich werde euch mal mitnehmen. Irgendwo war hier ein Händler. Gut, essen wollte ich. Tee habe ich gar nicht mit, wie ich gerade sehe. Obwohl, das kann ich mal rausnehmen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Autos zerlegen auf dem Weg. Wie gesagt, wir werden jetzt zum Händler fahren, dann nehme ich euch noch mit. Und den Weg zurück mache ich dann alleine, dann mache ich dann Cut. Das brauche ich euch nicht antun. Ja, ich habe jetzt auch mal auf 4K Auflösung gestellt. Spiel dann einfach besser aussieht auf meinem Monitor. Für euch soll das eigentlich keinen Unterschied machen, aber ich werde mal schauen, wie es performance-technisch ist auf dem Rückweg. Da ich das eh ohne Aufnahme mache, kann ich das dann mal ganz gut antesten. Werden wir mal sehen. Aber wenn ich mir jetzt gerade den GPU-Load angucke, ist das eigentlich kein Unterschied. Also. Müsste ich natürlich die Maus ein bisschen anders einstellen, aber sonst. Ja. Und ich habe das Problem halt mit dem Mauszeiger dann auch nicht mehr. Ich muss da nicht immer die Auflösung ändern. Weil habt ihr vielleicht gemerkt, in den letzten Folgen, da hatte ich es wieder vergessen gehabt, die Auflösung zu ändern. Und ich dann was hin und her schiebe im Inventar, dann seht ihr den Mauszeiger halt nicht. Zack. Gut. Ja, ich habe ja hier in dem Dingenrad noch die beiden Teile gefunden. Das können wir auch verticken. Hier, die beiden können eigentlich auch weg. Weil man könnte eventuell einbehalten, aber wir können sie ja auch selber herstellen. Also. Los, auch wir haben erst 5 Uhr, ey. Ja gut, bevor wir jetzt hier gar nichts machen.
brauchen wir eben ein bisschen Holz in der Zeit. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich hatte ja erst überlegt, jetzt erstmal nicht weiter zu spielen oder halt neuen Spielstand anzufangen. Dass ich halt nicht so... Was ist denn los mit den ganzen Jungs hier? Dass ich nicht so weit... Nicht so weit im Voraus aufnehme, aber dann habe ich mir gedacht... Wieso kann ich den nicht abnehmen? Bin ich voll oder was? Ja. Dann habe ich mir gedacht, wenn halt die 16.3 kommen, wir da echt neu anfangen müssen. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiter gespielt habe, kann ich euch halt noch ein bisschen mehr zeigen. Wird auf jeden Fall noch unsere oder meine Kampfbase bauen, wie ich sie gerne bauen möchte. Um euch die einfach mal vorzustellen. Weil sollte die 16.3 kommen, werde ich ja definitiv, also die, was heißt, wenn sie, die kommt ja auf jeden Fall. So. Und ich werde auf jeden Fall auch neu starten. Definitiv. Und ohne Händler habe ich ja auch schon gesagt. Was aber nicht automatisch heißt, dass wir hier nicht weiterspielen. Das nur mal nebenbei. Das werde ich dann sehen, muss ich dann entscheiden. Ich werde vielleicht dann mal... die Karte angucken. Müssen wir eben gucken, eideln die alle nur hier rum oder was? Hallo? Ah, okay, ich weiß. Ja, sorry Leute, mein Fehler. So. Dass sie hier rumgeeidelt haben, war mein Fehler. Ich gehe mir schon mal zurück Richtung Händler. Ja, der einzige Unterschied ist vielleicht, den ihr im Video seht, dass halt hier die Symbole kleiner sind. Jetzt bei dem Baum zum Beispiel. Das weiß ich aber gar nicht, müsste ich mal vergleichen, ob dem wirklich so ist. Ich werde es natürlich nicht in 4K hochladen. Da hinten ist ein Bandit. Den können wir uns noch holen. Dann bleibt mal stehen. Noch was Schönes mit. Schuhe in schlecht. Trader ist auf. Rein. Waffen sind alle geladen. Verkaufen wir es eben. Dann haben wir nicht wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, ja. Du erzählst auch immer den gleichen Scheiß. Juti. Schon wieder ein Orga. Oh, blaue Parts, ey. Ich weiß halt nicht, was die ausmachen. Tja. Rüstung wäre halt was, was noch interessant wäre.
Aber ansonsten. ...450er Kürbisbau. Den könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Weil dann bräuchte ich da die Punkte nicht mehr investieren. Für Waffengedöns. Ja, ansonsten... Ihr seht es ja selber, ne? Ich kann natürlich Munition mitnehmen. 762 lohnt sich immer, weil die halt unwahrscheinlich teuer in der Herstellung ist. Vom Gunpowder her. Oder beziehungsweise halt teurer wie Schotti. Fertilizer. Kostet auch nur ein Apfel und ein Ei. Speaker. Hat er jetzt hier gerade noch was anderes bei gehabt, oder? So nicht. Na, nur 9 mm. Ja, da haben wir nur noch 2000. Also. Sale is a sale. Sale is a sale. Even if it's to a scumbag like you. Na, es läuft ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Ich werde es antesten jetzt auf Rückfahrt. Und ansonsten stelle ich es wieder um auf 2K Auflösung. Können uns ja mal hier eine gönnen. Gut, dann baller ich mal eben das rein, was wir nicht brauchen. Kohle lasse ich mal. Da bekommen wir eventuell auch noch was bei. Da auch, da auch. Schotti Shells. Das war's erstmal. Okay, Leute, in diesem Sinne mache ich jetzt einen Cut und melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin an der Base. Bis dann. Servus, Leute, da bin ich wieder. Ihr hört, draußen ist schon wieder Action. Eine Wanderhorde war schon hier, deswegen dachte ich eigentlich, es wäre durch. Aber anscheinend... Gut, ich habe also hier gerade schon... die ersten Ladungen alle rausgenommen und habe die Forgies wieder alle angeschmissen. Schmeiß jetzt noch mal hier den Rest an. Bam. Ja, wir haben so viel Stuff jetzt. Also es wird auch Zeit, dass wir jetzt irgendwie... eine richtige Base zusammenkriege. Ich mache eben den Rest hier noch fertig. Ja. So viel Zeug, Alter, das geht gar nicht. Nur eben 58, so. Ja, was wir jetzt so bräuchten, wären halt hier Elektronike Components und auch Elektronike Parts. Also wir werden jetzt gleich nochmal los und ein paar Lampen zerlegen. Ich möchte euch nur kurz zeigen. Hier ist unsere Baukiste, also wie ihr seht, 2, 4, 6, 8, 16, 17, 18. Ja, wir haben fast 20.000 dann bald. Also, und auch Eisen, wie ihr seht. Stacheldraht, Spikes, Überframes, ja. Ich könnte noch mal ein paar Blöcke machen auch. Muss ich meine der Nacht überlegen, welche Blöcke wir noch brauchen. Also aus Concrete schon mal, weil es gibt ja nicht alles. Warten wir die nur eben ab.
Ja, Sand hat man ja auch angeschmissen, habe ich hier reingepackt. Zement ballert jetzt hier gerade, habe ich gerade angeschmissen. Guck mal, ist auch schon wieder was fertig hier. Kann ich also auch noch mal 3000 machen. Das heißt, 6000 brauche ich. Und hier brauchen wir 3. Zack. Ja, ich hätte es jetzt aufteilen können, aber mein Gott. So eilig haben wir es auch nicht. Könnte ich dann zur Not in der Nacht noch machen. Gut, da war ich da schon richtig. Die Kohle noch mal eben rein. Das packe ich wieder ins Minibike. Das können wir scrappen. Die Schaufel. Können wir verticken. Gut. Können aber auch mal noch eben, weil das ist ja das, was uns ein bisschen abgeht hier. Juckerzeug. Ja, da ist der Tag natürlich auch fast durch. So, Tenium brauchen wir jetzt auch nicht mehr anpflanzen, also. Haben wir jetzt, glaube ich, 150 oder was. Wie gesagt, es wäre für Farbe interessant, aber die kannst du natürlich auch looten. Ich meine, wir können uns das ja mal angucken. Was brauchen wir denn noch? Cotton. Golden Rod Flower. Ja, Golden Rod Flower habe ich gar nicht. Die muss ich auf jeden Fall anpflanzen. Aber habe ich auch nichts mehr. Was ich quäft, ich mach die mal alle weg, dann kann ich die einmal alle anpflanzen, dann kriegen wir einmal richtig. Ja, warum nicht? Chicken. So, kriegen wir jetzt hier wieder? Ja. Also es scheint so, dass das dann irgendwie immer gedüngt ist, ne? Ding ist, wir brauchen eigentlich gar kein Bier mehr. Ich könnte mir das eigentlich hier echt schenken mit den Hope Seeds. Nichtsdestotrotz machen wir mal 5. Guck mal, bevor wir hier dumm rumstehen, können wir auch ernten. Ich bin von der 4K-Auflösung auch wieder weg. Ich meine, so auf dem Weg war alles in Ordnung. Wenn du dann hier Richtung gehst, wo wir gebaut haben, dann war es doch schon starke Frame-Einbrüche. Deswegen habe ich jetzt wieder 2K-Auflösung. Ja gut, da werden wir wohl nicht mehr viel hinkriegen mit Lampen. Ist aber auch nicht das große Problem. Für die Blade Traps brauchen wir die anderen Komponenten erstmal nicht. Von daher halb so wild. Ja, dann kann ich nämlich jetzt nochmal Brot dann machen, weil ihr habt ja gesehen, haben wir jetzt auch nicht mehr so viel am Start. Kannst du auch mal. Machen wir 216. Gut, da wird es auch noch hier mit dem Anpflanzen heute zu tun haben, aber ist ja auch in Ordnung. Jo. Also Stein jetzt in der Nacht muss ich auch nicht unbedingt machen, weil Leveln brauchen wir nicht unbedingt, um sobald wir unser
Loch ausheben. Kommen wir natürlich auch noch Zeus. Also von daher, ein bisschen Stein haben wir ja noch. Wir haben jetzt schon so viel Konkretmix da liegen. Also ich werde mich in der Nacht drum kümmern, was ich schon mal für Blöcke noch machen kann aus Concrete. Und dann werde ich mal schauen von wegen Molotov-Cocktails, weil ihr seht ja, Tag 26, also Tag 27 morgen ist er dann noch nicht mehr weit bis zur Horde. Und vielleicht gehe ich dann noch mal und mache ein bisschen Eisen, kann noch ein bisschen Eisen abbauen oder was. Weil Eisen kannst du nie genug haben. Weil die Forges habe ich auch jetzt schon wieder leer geballert. Die Köften, also gerade noch ein paar Iron Bars habe ich gemacht und den Rest dann in Steel wieder. Aber wir müssen halt die Spikes dann, die wir setzen, werden wir dann auf jeden Fall direkt auf Steel aufwerten. Jetzt an der Butze hier nicht mehr, aber an der neuen dann. Wo ich da auch natürlich auch noch gucken muss, wie ich es genau baue. Also ich habe schon meine Vorstellung nach unten hin, das werde ich auch so machen. Aber wie ich es dann oben baue, weiß ich noch nicht. Muss ich mal noch. Die Frage ist halt, ob das Ding so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Die Zombies wirklich alle da reinlaufen, wo sie reinlaufen sollen. Und dann runterfallen halt. Könnte ich sie halt looten. Darum geht es mir halt. Ich werde es natürlich oben auch vernünftig bauen mit Stacheldraht und so. Also wir können... Hatte ich ja gesagt, wir können dann verschiedenes. Wir können mal so eine Horde machen, wir können mal so eine Horde machen, wie wir es Lust haben. Oder halt auch mitten in der Horde wechseln. Das ist eigentlich der Plan. Oder falls halt unser Vorhaben nicht klappt, dass sie runterkommen alle so wie sie sollen. Können wir sie halt auch noch anders bekämpfen. Und jetzt sind wir aber wieder vorgeballert hier. Ne? Bin mal gespannt, wie es dann wieder geht. Juti, haben wir das aber auch erledigt. Ja, ja, ist doch gut. So, was ist denn mit den Pilzen? Waren die fertig? Die sind noch nicht fertig. Da hinten ist einer fertig. Oh, Schreitusse. Nur so schön an den Spitzen vorbei. Jetzt ist er drin. Gut, zwei Stündchen haben wir noch. Können wir ja mal hier rein. Hier werden wir wohl auch ein bisschen irgendwas haben zum... Hier haben wir noch schon was. Du auch alles nur. Ja, ist klar, dass hier schon wieder alles neu ist. Genau. Du Arschloch, und dann, wenn ich nachladen muss. Muss ich Schotti nehmen. Noch einer. Was ist denn los mit euch? Ist da ein Nest oder was? Da eine Party da gefeiert oder was? Unverrater. Das war's aber scheiß Loot mit, ey. Wollt eigentlich die leveln?
Haben wir es jetzt für ein Haus oder kommen noch mal 10 Zombies jetzt hier raus? Ja gut, also bei unserem Level, hier liegt schon wieder ein neuer. Willst du mich verarschen, was soll ich denn jetzt da stehen? Da sind schon wieder welche gespawnt, ich werde verkloppt, ey. Schon wieder eine Feraler. Aber ihr seht, deswegen die Schotti, ne? Dann laufen sie halt nicht mehr. Hammer. Also ein Haus waren jetzt. 10, 15. Da ist aber jetzt auch nichts mehr, muss man ja auch ganz klar sagen. Da ist auch jetzt nichts mehr mit Crossbow, hä? Muss ich also meine Meinung wieder ein bisschen revidieren, die ich ja hatte. Können wir ja doch noch anspruchsvoll looten gehen. Finde ich ganz gut. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Also looten gehen macht dann ja auch nicht mehr so. Hätte dann auch nicht mehr so den Reiz bzw. den Anspruch. Aber wenn natürlich dann hier die schnellen Sporen und Feral-Versionen und so, klar. Dann macht es Sinn und kostet natürlich auch wieder Munition und so weiter. Was aber völlig in Ordnung ist. Ich nehme jetzt noch hier unsere Hütte hier genau nebenan. Hallo. Flocco Coppo. Das hätte ich ja nicht erwartet. Ja, genau durch die Wand durch, oder was? Er ist aber leicht umgefallen. 2, 3 Kopfschüsse. Und dann bringst du 4 Papier mit, oder was? Ist dann ernst? So, wo bist du? Weiß er selber nicht, oder was? Okay, also sollten wir wohl... Ja, dann komm doch runter, ey. Sollten wir wohl wieder anhand der Sleeper seht, die mittlerweile spawnen, eine anspruchsvolle Orte kriegen. Behaupte ich einfach mal. Ja. Fällt mir gut. Ja, dann komm doch her, ey. Komm, ich hole ihn noch eben. Ist er draußen oder was? Der ist echt oben, ne? Wo er jetzt hier die ganze Zeit einen Terror macht. Mein Gott. So, jetzt haben wir es aber. Hä?
Was natürlich gut ist. Mit den Sleepern ist, wenn ihr mit Loot Respawn spielt, dann ist es wenigstens so, dass die auch wieder da sind. Nicht so wie vorher. Gecleant alles und dann lauft ihr einfach durch. Ja, ganz gut. Ganz gut. Gefällt mir. Was aber ein bisschen komisch ist, dass sie hier bei den Sleeper einen Kopf spawnt und bei dem Wanderhorn, ich meine, okay, die war jetzt auch schon mal mit Strippern und so zumindest, nicht nur mit den ganz normalen Zombies. Das können wir mal mit reinnehmen hier. Das wollte ich eigentlich ins Minibike packen. Die ganze Zeit ist schon mit rumschlör. Juti! Haben wir das auch fertig? Gar nicht mehr mit reinstören. Ja, wie gesagt, könnte dann doch eine interessante Horde werden. Nächsten Tag. Ah, ich denke mal, wir werden schon nächsten Tag anfangen. Wir werden uns jetzt nochmal um Stromgedöns kümmern. Dass wir es hinkriegen. Jojo, ganz ruhig. Ja, ich bin echt gespannt auf die Horde, muss ich sagen. Gut, haben wir hier auch noch was? Mal eben checken. Was ist denn eigentlich mit so einem Blueberry Pie? Würde der sich nicht auch lohnen? Ach, Eier brauchen wir dafür. Ja, gut, dann lohnt sich der schon mal nicht. Ey, was können wir denn sonst noch überhaupt essenstechnisch machen? Auch alles ein bisschen mau, ne? Könnte man noch ein paar... Was? Könnte man vielleicht noch ein paar Sachen einfügen. Klar, die ganze Fleischsorten ganz immer. Blueberry Pie. Brot, das war's auch schon, ey. Ein Vegetabelstuhl kannst du machen. Kartoffeln, Korn, Mushrooms. Und ein Wasser. Ich würde mal gucken, was der an. Was der für Werte hat. Ist ja nicht so, dass wir kein Wasser hätten. Zack. Da ist noch ein Murky. Ja, oh, wollte ich gar nicht. Murky Water. Hatten wir da jetzt noch? Ach ne, es war nur so ein Rest deiner Eusche, ja. Gut, dauert auf jeden Fall schon mal ewig. Kann ich also noch eben einsortieren hier. Scheiße, kann auch weg, ey. Wird auch schon nichts mehr zum Einschmelzen, dann kriegt er natürlich was. So. 0,5 Wellen ist, also das ist aber auch für 5 Pilze und Essen 21. Naja, ist auf jeden Fall eine Alternative zum Brot, ne? Also nur zum Brot. Aber das war's auch, ne? Mietst du, ist klar. Hat auch 5? Du kriegst die Tür nicht. Ja, es bleibt dabei, dass Brot einfach die beste Kombo ist. Weil ihr seht, das kriegst du nur 0,5 Wellness. Also, bleibt es dabei, dir zu tun.
Juti. Bitte können wir da rein hier. Guck mal, kann ich gerade mal 5, 4 Mietstuhl machen. Hier kann ich auf jeden Fall schon mal wieder 167 Johnnies anschmeißen. Gut. Der, wie gesagt, Bier. Ja. Also da haben wir 183, ey. Das reicht erstmal. Wir müssen jetzt mal ein paar Golden Rot organisieren. Das war die mal anpflanzen wieder. So, ich weiß doch gar nicht, was jetzt eigentlich, ob ein Pagan-Killer reicht noch niemals, ne? Müssen wir mal auf achten, wie viel der heilt. Gut, jetzt, da burnt alles. Ja, der kann auch in dem einen weitermachen. Das ist alles so in Ordnung, ey. Bei den anderen können wir ja schon wieder, ihr seht, hier können wir schon wieder, können wir noch bei ein 3000 anschmeißen. Zack. 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 Das Ganze machen wir dann gleich nochmal. Dann haben wir Steine weg. Ja, der macht dann immer, dann haben wir immer noch was. Boah, Leute. Da können wir auf jeden Fall Gas geben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Können wir also auch direkt hier schon mal ein paar Blade-Traps noch anschmeißen. Obwohl, das ist die andere besser. Der braucht noch 17 hier. Ja, machen wir erstmal 10, weil dann habe ich auf jeden Fall noch Zeug zum Reparieren, ne? Ist ja nicht unwichtig. So, Kartoffeln noch eben weg. Oh, hier Plastik in der Tasche. Ja, dann gönn dir mal ein paar Vitamine. Das können wir da gleich noch nachlegen. Gut, Leute, damit sind wir am Ende. Ja, sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Ich denke, dann werden wir hier die Base schon mal vorbereiten für die nächste Horde. Und wenn wir das fertig haben, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen looten, noch ein bisschen hier elektrische Sachen, Teile besorgen. Ja, und dann fangen wir vielleicht am Tag 7, 28 noch mit dem Bau schon mal an. Oder wir werden uns auf jeden Fall schon mal gucken, wo wir es jetzt genau hinbauen. Und schon mal ein bisschen Zeug rüberkarren. So, dass wir dann nach der Horde... Ne, ihr seht, der Panky, der hat nicht ganz gereicht. So, dass wir dann nach der Horde loslegen können. Mit dem Bau unserer neuen Hordenbase. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.